Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, Let's Survive, ne? Ihr wisst Bescheid. So, also ihr habt schön abgestimmt und es waren eigentlich fast einstimmig für Baumhaus, deswegen werden wir das jetzt irgendwie machen. Dazu brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr Holz, obwohl, ich sehe gerade, hier haben, oh, wir haben noch relativ viel, vielleicht brauchen wir nachher noch ein bisschen mehr. Oh, komm, ich mache jetzt nochmal ein 64er Stack, dann haben wir definitiv genug. Natürlich da hinten, weil wir die Bäume brauchen wir ja jetzt. Und ja, wir machen uns dann ein schönes Baumhaus, würde ich sagen. Gut. Ja, wieder das elendige Thema. Was sage ich jetzt? Bla 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 bla. Seht ihr auch so, ne? Ich weiß. Gut. Naja, so ist es am Anfang. Da hat man, glaube ich, am wenigsten zu sagen, weil man hier die Standarddinge sagen muss, beziehungsweise machen muss. Bei dem Let's Play. Also Holz hacken, Stein suchen, Kohle suchen, Fackeln machen. Und so. Naja, aber okay, da hat man wenigstens was zu tun und nicht wie später. So. Holz, Holz, Holz. Also am liebsten wären wir jetzt nochmal einen 64er Stack zu machen, aber ich weiß nicht, ob ich das direkt schaffe. Ist halt auch ziemlich viel Arbeit. Übrigens finde ich die Welt an sich ganz geil. Weil man hat ja eigentlich fast alles. Man hat Wald, man hat kein Wald, man hat. Hat man Sumpf? Nee, ne? Oder was war das? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Achso, genau, Wüste hat man, Wald, Fluss. Nee, hat man gar nicht alles, ne? Trotzdem finde ich sie geil. Ist mal ganz schön so. Ja, kennt ihr das Humble Bundle Pack? Humble Bundle, so, das ist, das habe ich von Pongy. Der übrigens irgendwie nicht mehr da ist, da muss ich jetzt erstmal kurz drüber reden. Pongy zockt, ist, also, The Ponge Block ist ja irgendwie nicht mehr da, der Account ist gelöscht. Die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich ein extremer Fan von Pongy bin und ich habe keine Ahnung, was da los ist. Irgendwie hieß es dann, also wenn man auf den Kanal geht, heißt es, der Kanal wurde geschlossen. Das bedeutet, er ist weg, gelöscht für immer und so. Wenn man auch auf die alten Videos geht, steht das Gleiche. Ja, ich glaube auch nicht, dass ihr mehr wisst, was da los ist. Der Teer, oder Teer, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, hat auch geschrieben, das ist ein enger Kumpel von Pongy und der meinte, ja, kann sich halt, ja, es dauert halt, bis er sich wieder meldet oder vielleicht auch gar nicht mehr oder keine Ahnung. Er hat ihn auf jeden Fall bewusst gelöscht und keine Ahnung, was da los ist. Oh Gott, ich hoffe nur, es ist nichts Schlimmes passiert. Obwohl ich so eine kleine Ahnung habe, aber ich will jetzt kein Gerücht verbreiten, deswegen lasse ich das mal. Naja, fand ich halt schade. Naja. Werden wir es sehen, vielleicht informiert er uns noch. Naja. Gut, jedenfalls hat er vor kurzem das Humble Bundle Pack auf Twitter und auf Facebook empfohlen. Oder nur Facebook. Nee, auf Twitter und Facebook. Und das ist eine Spielesammlung innerhalb insgesamt 6 oder 7 Spiele. Unter anderem Super Meat Boy und noch so andere Spiele, von denen ich mir die Namen gerade nicht gemerkt habe. Und da kann man einen gewissen Betrag spenden und bekommt diese Spiele. Man kann die für. Oh, mein Spitzhacke ist kaputt. Man kann die sich so gesehen für jeden Preis der Welt, also für alles, was man braucht, kann man sich die Spiele holen. Also, was für alles, was man hat, also zum Beispiel, du gibst 10 Cent ein oder so, und ich glaube, dann kriegt man sogar schon die Spiele. Nur ist das halt nicht so schön. Ich finde, man sollte da schon ein bisschen mehr geben. Jedenfalls, ich überlege gerade, ob ich das wirklich lohnt. Ich habe jetzt schon ziemlich viel Holz. Na, jedenfalls. Oh Gott, ich kann das so schlecht erklären. Also, man spendet dafür, ich glaube, das amerikanische Rote Kreuz, bin ich mir nicht sicher. Und dafür sind halt viele Indie-Spiele, werden angeboten, 6 oder 7 Stück. Und, ja, denen kann man halt einen bestimmten Preis dafür geben, das ist insgesamt so 100 € wert oder so. Und den Preis, den man denen vorschlägt, der wird dann gleich angenommen und man kann die Spiele für seinen eigenen Preis kaufen, ne? Zum Beispiel für 5 € oder so, ne? Und ja, ich finde das eigentlich eine coole Aktion. Ja, und könnt ihr mal vorbeischauen, Humble Bundle, also mit Humble Bundle. Ich vergesse es eh in die Beschreibung zu packen. Daher sage ich das jetzt. Naja, könnt ihr mal vielleicht mal nachgucken oder so. Ja. Jedenfalls habe ich mir das gekauft und beziehungsweise habe ich da gespendet und warum habe ich den Baum kaputt gemacht? Das war jetzt voll Reflex. Jedenfalls habe ich da das gekauft und jetzt besitze ich halt diese Spiele, die da waren. Scheiße, es wird dunkel. Baumhaus, Baumhaus, Baumhaus. Erstmal Leitern mache ich mir.
Sticks. Okay, habe ich jetzt genug. So, ich bin heute ziemlich durch den Wind. Also nicht wundern. Okay, das reicht auf jeden Fall. Trotzdem mache ich jetzt noch ein paar. Weil Leitern können wir so oder so gebrauchen, weil wir ja ein Baumhaus bauen und Baumhaus besteht aus Leitern. Damit man auch hoch und runter kann und so. Ja. Was sind da für Spiele dabei? Ich hoffe, ich erinnere mich jetzt. Also Super Meat Boy war dabei. Super Meat Boy. Ach scheiße, mir fallen die Namen nicht ein. Das sind so ein. Night Sky heißt ein Spiel. Dann. Warte mal, ich habe sie gerade auf dem PC, auf dem Desktop. Warte, ich lese gerade mal vor. Also Shrank heißt das eine Spiel, dann Cratudius, Space Battles, darauf war ich scharf, Jamestown, Night Sky und Bit Trip Runner. Und wenn ich mich nicht irre, noch ein paar andere. Achso, Cavalry oder heißt das so? Cave, oh Gott, ich weiß den Namen einfach nicht. Na, jedenfalls halt ein paar Spiele. Und ja. Wollte ich euch nur mal so informieren. Fand ich ganz cool. Gut, wir brauchen Fackeln. Haben wir, ah ja, wir haben schon Fackeln. Gut, setze ich mal hier einfach mal ein paar. Hier hin, hier hin, hier hin. Gut, wie machen wir das? So, okay, ich hätte mir doch mal eine Axt machen sollen. Aber egal, jetzt machen wir schnell so. Dann haben wir hier schon mal so einen kleinen Unterschlupf hier in dem Baum drin. Theoretisch kann man die Blätter auch neu setzen. Das geht ja jetzt mit dieser Schere, die man hat. Aber nein, machen wir uns hier erstmal ein bisschen Platz. So, vielleicht auch eins tiefer. So. Hey, Super Meat Boy, das habe ich lange nicht mehr gespielt. Und ich finde es echt klasse irgendwie. Es war ja früher, glaube ich, mehr angesagt als jetzt. Habe ich heute nochmal gezockt bis zum dritten Level durch. Ich Freak. Ja, aber macht Spaß irgendwie. Ne? Ja. Axt, Axt, Axt. Ich brauche eine Axt. Axt, Axt, Axt. So. Nein, nicht aus Holz. Aus Stein. Hier. Ich bin halt so durch den Wind. Weiß gar nicht wieso. So. So. Und da bauen wir uns hier mal eine kleine Unterfläche. Oder unter Dings. Unter. Ja doch, heißt ja Unterfläche, oder? Nee, unter. Untergrund. So. Ja. So, das ist schon mal so ein kleiner Anfang von dem Baumhaus. Die Blätter machen wir jetzt erstmal weg. So, theoretisch können wir uns auch gleich eine Schere machen. Obwohl, genau, dann verschwenden wir die Blätter nicht. Wir haben ja schön viel schon. So. Haben wir hier eine Schere. Dann geht das super. So, ach so, das ist Lava. Ich dachte schon, da hätte ich Fackeln hingepackt. Cool, ein Lavafluss oder ein See oder eine Pfütze von Lava. Gut. Ja. Was auch mal geil wäre bei Super Meat Boy, aber ich glaube, da würde man sich irgendwie ein bisschen selber töten, ist, wenn man einen Let's Trunk von Super Meat Boy macht. Und zwar, pass auf, bei Super, aber ich glaube, das wäre ein bisschen assi. Aber ich glaube, es wäre ganz cool, wenn man mal so ein. Man spielt Super Meat Boy und jedes Mal, wenn man verreckt, muss man einen Schluck aus einer Schnapsflasche trinken oder so. Ja, das wäre ja mal, ne? Okay, das wäre so ein kleines Selbstmordkommando, aber es wäre, glaube ich, ganz cool. Für einmal. Aber naja. Das wäre echt mal was Lustiges, finde ich. Mirko LP hat ja das, glaube ich, auch mal gemacht in Let's Trunk. Jetzt nicht mit Super Meat Boy, aber allgemein mal. Aber naja. Also, glaube ich. Habe ich mal gehört, ne? Mal schauen. Also, ich mache jetzt erstmal hier alle Blätter weg. So, ich habe einfach keine Ahnung, was ich labern soll, aber ich bin heute ganz gut drauf, weil ich gut drauf bin. Ich habe Bock auf Minecraft heute. Also was sei okay, ich habe sonst auch Bock auf Minecraft, nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Nein, aber heute mal mehr. Ich weiß nur, das letzte Let's Survive, von der Staffel 1, das letzte. Da hatte ich auch so Bock drauf, aber naja, das ging dann ja zu Ende. Ja, so ist das. Gut, gut, da haben wir schon eine kleine Oberfläche. Die erweitern wir jetzt aber noch ein bisschen. Ich will das hier alles leer haben. Dann sind wir schon auf zwei Bäumen drauf. Oder ist das kein Baumstamm? Ah, okay, das ist kein Baumstamm. Egal. Sind wir schon auf einen großen Baum drauf. Sagen wir es mal so. So. So, so, so. So, 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 so. Okay. Schön.
haben wir so schon so eine kleine Plattform. Ich hatte ja früher mein Let's Play, das waren glaube ich Folgen 60 bis, keine Ahnung, hatte ich auch so ein kleines Baumhaus. Das war eigentlich ganz cool. Also wieso nicht nochmal machen? Ja. Gut. Vielleicht hier das mal wegmachen, das stört ein bisschen. Außer dass da die Leiter dran war, das hat nicht gestört. Aber naja. So, hierhin, 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 hierhin. Und ja, viel zu viel Holz. Obwohl, okay, wir müssen ja auch eine Wände bauen und so. So, schön. Wie machen wir das? Machen wir da einen... was ja auch cool wäre, wenn wir das hier so verbinden würden. Pass mal auf, hier so. Einfach mal hier hochbauen. Obwohl, da kann ich mir vielleicht erstmal Treppen machen darauf. Wie die Monster da rumspringen. Gut, Workbench hier. So, da machen wir uns jetzt mal gerade ein paar Treppen. Holztreppen. Da haben wir eh extrem viel Holz. Obwohl wir vielleicht so viele Treppen gar nicht brauchen, aber naja. Wir haben es ja. So. Und hier, wie platzieren wir die? So. Ja, passt. Und. Naja, sieht ein bisschen blöd aus. Ne, warte, dann machen wir hier so eins in die Mitte. Ja, ungefähr so. So, kann man hier so außen lang. Bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt gerade so aufgeht, was ich hier vorhab. Wahrscheinlich nicht. Das haben wir weg. Hier einer hin, hier nochmal Holz hin. So. Dass wir hier halt so eine kleine. So einen kleinen Absatz haben. So. Sieht das aus? Naja, man kann es ja mal probieren. Und wenn es scheiße aussieht, reißt man es einfach wieder ab. So. Genau, und dann kann man hier nochmal, ja, so eine Ebene draufbauen halt. Finde ich eigentlich ganz cool. Die ebene Blätter mache ich jetzt weg und ersetze sie dann durch Holz. So. Ja, eigentlich passt das doch. Eigentlich passt das doch. So. Jawohl. Gut, dann haben wir immer noch genug Holz und gleich schon eine. Wie sieht's aus? Ja, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Vielleicht können wir hier noch Treppen hinsetzen. Quatsch. So. Hier noch ein paar Treppen. Hier auch. Genau. So. Irgendwie nervt das Ding da in der Mitte. Ja, und dann haben wir hier auch noch so eine kleine Plattform. Ist eigentlich ganz geil, finde ich. Vielleicht können wir hier so einen Aussichtsturm rausmachen oder. Ja, oder mal schauen einfach. Okay, ja, dann haben wir hier schon so eine kleine Plattform, wo wir uns aufhalten können. Ich packe jetzt mal gerade ein paar Fackeln hin. Ja, hätte ich eigentlich eben auch machen können. Aber, naja, wir hatten ja Glück. Alles klar, ich bedanke mich einmal fürs Zuschauen. Ich werde jetzt hier abbrechen fürs Erste. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein, lasst knacken und so weiter. Ciao.